Hallo Hasenfuzzis. Ja, wer mir auf Twitter folgt, weiß, ich war heute mit meinem Liebling Cindy in der Stadt ein bisschen shoppen. Ich muss dazu sagen, mein Plan war es, heute gar nicht zu kaufen. Da ich diesen Monat etwas pleite bin, ja, man muss sagen, heute ist auch erst der zweite. Trotzdem muss ich diesen Monat echt ein bisschen aufpassen. Dabei blieb es leider nicht, denn es gab echt unglaublich viele, viele schöne Sachen. Also wir hätten uns, wenn wir mehr Kohle gehabt hätten, hätten wir uns echt tot kaufen können. Und ja, wie gesagt, beim Nichtskaufen blieb es nicht. Was soll ich sagen? Drei Tüten. Ja, das Beste muss ich euch jetzt erstmal vorweg zeigen. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn aus der P2LE. Und zwar, ich hatte euch ja gestern in meinem Favoritenvideo den rosafarbigen gezeigt und wollte ja den unbedingt in Korall haben. Korallpink, ja, pink nicht. Korallrosa, peachig halt. Und den finde ich total super schön. Und dann war ich total enttäuscht, weil ausgerechnet die Farbe wieder weg war bei dem Aufsteller. Und ihr werdet es nicht glauben, ich war ja Freitag da, wo ich ja dann losgestiefelt bin, hatte den ja auch in der Hand, wo mir einfiel, kannst du nicht kaufen, hast ja gar kein Geld mit. Also ein Portemonnaie ja, aber keine Karte, nichts, weil das hatte ich in meiner Jackentasche, weil ich den einen Abend schnell nur los war, wegen Kontoauszüge holen und hatte sie vergessen, wieder reinzutun. Und ihr werdet es nicht glauben, der lag genau da, wo ich den Freitag hingeschmissen habe. Ey, fand ich total geil. Und dann war ich wieder am Hin und Her überlegen, ob ich den nehmen soll oder nicht, aber ich hätte mich nur geärgert. Und jetzt habe ich ihn. Ich werde ihn morgen oder so auch gleich austesten. Ja, dann habe ich einmal gekauft, ganz normal im Rossmann Haarspray. Also nichts Spannendes. Dann, wobei, da muss ich sagen, hat sie nämlich doch ein bisschen überredet. Wobei ich mich jetzt freue, weil, ja, das zeige ich euch nachher gleich. Habe ich mir noch diese Haarblume gekauft in einem, ja, so grün, türkis, geht die Richtung. Und die ist aus Leder. Und ich finde die im Sommer, im Zopf oder so, ich finde die total schön. Und habe mir gedacht, ach, brauchst du nicht, wie immer, ne? Also ich finde alles toll, aber ach, brauche ich nicht. So, warum ich es aber nicht bereue, ist dieser Grund. Und zwar, tada! Wobei ich sagen muss, diese Hose habe ich meiner Cindy zu verdanken. Ich hatte sie, also sie wollte die unbedingt haben. Sie ist nämlich im Moment total auf grün aus. Das war total witzig. Wir haben so viel gelacht. Alles, was grün war, fand sie toll. Und ich, alles, was aus Blumen bestand, fand ich toll. Also Ohrringe, Ketten, ich fand alles schön, was Blumen hatte. Ja, und dann hatte sie die anprobiert. War keine Frage, die war natürlich gekauft. Und ich hatte sie in Pink an, wobei ich sagen muss, Pink fand ich jetzt angezogen nicht so schön, weil ich habe gedacht, ich stehe ja momentan total drauf und so, aber als Hose dann doch nicht. Und dann meinte sie, hey, probier doch auch mal die grüne an. Und ja, ich habe sie gekauft. Das ist so eine Traggings mit Gummi hier und unten halt als Röhre. Und die ist so saubequem und im Sommer mit einem weißen Shirt an und so. Muss ich sagen, hat sie mich echt überzeugt. Total super schön. Und die hat auch nur gekostet. Wartet. Total, eigentlich ein totales Schnäppchen. Da. 16,95. Also da kann man echt nichts sagen. Die ist aus Vero, von Vero Moda. Und ja, und ich glaube, ich bereue es doch nicht, dass ich sie mitgenommen habe. Dank meiner Zinni-Mausi. Und dazu passt natürlich halt super diese Blume. Also ist uns im Nachhinein mal so aufgefallen. Und Mäuschen, was ich sagen wollte, ich habe ja überlegt, wegen der Kette, scheiße, jetzt brauche ich noch eine Kette oder so. Hab ich doch. Falls du dich noch dran erinnern kannst, ich habe doch eine Silberkette mit unten mit Federn dran. Und die haben auch den gleichen Ton. Total schön. Die Blume hat übrigens gekostet. Wartet, ich habe extra alle Belege aufgehoben. Muss gucken, welcher wo ist. 1,99 steht aber, glaube ich, hier auch dran. Ich kloppi. Ja, mach mal hier. Ja, egal, 1,99. Fand ich total schön. So, dann waren wir ja noch in Madonna, weil wir für ihre Mutti ein schönes Tuch gesucht haben. Und natürlich haben wir ja auch eins gefunden. Und ich habe das hier genommen. Ist auch wieder so ein Schlaufenschal und hat halt pink, braun und ja, fand ich am Hals total schön. Passend zu meiner Haarfarbe. Musste ich haben und hat gekostet 7,99. Ja, 7,99. Total schön. Also ihr merkt, ne, dafür, dass ich nichts kaufen wollte. Ja. Und dann der absolute Burner. Es war auch wieder so ein blöder Zufall.
Wir waren bei Vicky und wollten halt einfach nur mal gucken, so wegen Deko und ja, halt einfach mal durchrennen. Und die haben neuerdings auch Parfüm, was es vorher dort nicht gab. Und dann roch Cindy an einem Apfel, was dem DKNY-Apfel ähnelte. Okay, bisschen an der Verpackung. Und dann meinte sie aus Quatsch, ey, ich riech mal, vielleicht riecht der ja ähnlich. Der riecht haargenau wie der Original. Wie der original grüne DKNY-Apfel. Die Verpackung sieht einmal so aus. Zeig euch das mal. Also wie gesagt, riecht original wie das grüne DKNY. Und die Flasche finde ich total niedlich gemacht. Sieht so aus. Sind 90 Milliliter drin. Ja, total riecht wie das Original und hat nur. Ja gut, hier erkennt man das nicht so gut drauf. 4,99 gekostet. Es sind 90 Milliliter drin. Es ist Eau de Parfum oder wie das heißt. Und selbst wenn der nicht ewig hält, ist mir scheißegal. Oh, ich liebe den ja. Ich wollte mir den ja auch immer von Douglas kaufen, aber ich bin ja, wie ihr ja wisst, persönlich immer zu geizig. Und bei dem habe ich sofort gesagt, ey, komm, für einen Fünfer nehmen wir mit. Haben uns beide gekauft. Total cool. Freue ich mich. Wie gesagt, Vicky 4,99. Und dann der absolute Oberhammer. Der absolute Oberhammer. Wir waren bei Forever 18 drin. Die sind mir sofort ins Auge gestochen. Die haben richtig geile Ballerina, so Art Turnschuh-mäßig gemacht. Die gibt es in Grau, in Schwarz, in Beige, in Korall und in Türkis. Hammergeil. Hammergeil. Ich habe gesagt, die muss ich haben, weil ich wollte ja die von Adidas haben. Die gibt es ja auch in so einem knalligen Rot. Aber die waren mir dann für 50 Euro doch zu einfach, weil. Der Schuh ist komplett rot und auch die Adidas-Streifen, die sind auch rot und das war mir zu langweilig. Wären die mit weiß gewesen, wäre noch ein kleiner Hingucker gewesen. So, ich kann sie euch nicht lange vorenthalten. Tada! So, halt wie ein Turnschuh gemacht, hier mit Schnürsenkel noch, weiße Sohle und ich finde, die sind so geil und die sind am Fuß so sau bequem und Leute, guckt mal den Preis. 12,99. Ich habe gesagt, an die kann ich nicht vorbeigehen. Ich hatte auch Türkis an, wobei am Fuß sah der echt viel, viel, viel schöner aus als der Türkise. Cindy hat den in Beige genommen, werdet ihr sicherlich in ihrem Haul-Video sehen. Auch total super schön und ey, für 12,99, selbst wenn der nicht lange hält, würde mir selbst nicht so leid tun. Aber ich habe endlich solche rotfarbigen Schuhe. Also hier kommen sie sehr pink rüber, sie sind aber wirklich so korallfarbig. Total geil. Ja, ich muss gerade feststellen, das war's auch schon. Naja, dafür, dass ich nichts kaufen wollte, ist es ja doch relativ viel geworden und ich freue mich. Ja, da standen wir erstmal bei der Sparkasse. Ey, das war schon voll da drinne. Da drängelt noch so eine Omi vor. Sie meint, sie hat ja Überweisung gemacht und wir stehen so in der Schlange an, wären die nächsten gewesen. Sie kommt vom Automat, stellt sich erstmal vor. Cindy so. Da sag ich nachher was. Ich so, ach komm, wir sind ja nicht so. Ja, und beim Rausgehen hat Cindy dann nur gesagt, ey, nächstes Mal hinten anstellen, ne? Ja, ich weiß nicht, ob sie es nicht gescheckt hat oder nicht checken wollte, wie auch immer. Naja, war es auch egal. Jo, Leute, ich hoffe, ihr freut euch über mein kurzes Haul-Video und ich wollte euch das ja auch nur mal kurz zeigen und über den muss ich ja nochmal sagen, bin ich super, super stolz und ich freue mich riesig, den endlich auszuprobieren, weil der Rosane ist ja echt der Hammer und diese Farbe, oh Gott, ist die geil. Aber ich versuche euch die mal zu swatchen. Ich finde, den kann man auch super als Blush nehmen. Seht ihr das hier? Oh Gott, ja, wenn er mal fokussieren würde hier. Da. Oh Gott, was ist das bitte für eine schöne Farbe? Oh, der Hammer, ey. Muss morgen irgendwas gleich in der Farbe anziehen. Geil. Jo, ich quatsche euch auch nicht länger voll. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich werde jetzt, ja, was mache ich jetzt? Fernseh gucken, was anderes bleibt mir nicht übrig. Okay, meine Süßen, danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.